Ich dachte, er würde vor Kummer sterben. Die Wiederkehr des Winston Spencer Churchill. Wie die Malerei Churchill aus der Depression rettete. Um die Jahreswende 1921-22 erschien in dem Monatsmagazin Strand ein Essay, der zu den berühmtesten autobiografischen Texten gehört, die wir von Churchill besitzen, auch zu seinen schönsten. Darin schildert er die Niedergeschlagenheit, die ihn nach dem Verlust seines Ministeramtes ereilte, das Marlborough-Erbe, den schwarzen Hund, der ihn immer dann ansprang, wenn er aus einem Höhenflug intensivster Aktion in erzwungene Inaktivität abstürzte. Aber eine Metamorphose setzte diesmal ein, die in Churchills eigener Bildersprache am besten zum Ausdruck kommt. Als ich Ende Mai die Admiralty verließ, blieb ich noch Mitglied des Kabinetts und des Kriegsrats. In dieser Position erfuhr ich alles und konnte doch nichts ausrichten. Der Wechsel von einer intensiven regierungsamtlichen Tätigkeit zu den eng umschriebenen Aufgaben eines Beraters ließ mich nach Luft ringen. Wie ein aus großer Tiefe gehobenes Seeungeheuer oder ein Taucher, der zu plötzlich an die Oberfläche kommt. So bedroht von Druckabfall fühlten sich meine Venen an, wie zum Bersten. Ich war erfasst von großer Sorge, ohne sie mildern zu können. Lange Stunden von absolut unerwünschter Muße, in der ich die schreckliche Entfaltung des Krieges durchdenken konnte, waren mein Los. In einem Augenblick, in dem alle meine Adern nach Aktion dürsteten, ward ich zum Zuschauen bei der Tragödie verdammt, und das in der ersten Reihe. Aber genau in diesem Moment war es, dass die Muse der Malerei zu meiner Rettung erschien und sprach: Wären diese Spielzeuge nichts für dich? Manchen Leuten geraten sie zur Kurzweil. Painting as a pastime, nannte Churchill seinen Essay, Malen als Zeitvertreib. Vermehrt um ein weiteres Capriccio, bald danach, Hobbys, ist dieses autobiografische Kabinettstück immer wieder aufgelegt worden, ein Beweis seiner andauernden Faszination. 2012 hatte sich auch Amerikas Ex-Präsident George W. Bush von Churchills Essay verführen lassen, das Malen zu erlernen, und das schwankende Resultat seiner Bemühungen stellte er bereits 2014 mit einer Ausstellung von Politikerporträts in Dallas der Öffentlichkeit vor.